der Junge? Ja, ich muss noch eben hier den. Immer noch nicht fertig oder was? Schütze mir binden. Ja, oh. Ja, Mann. Da bin ich auch, ne? Lass dich doch mal eben einmal hier. Endlich ist es soweit. Heute werden Jule und ich uns das Ja-Wort geben. Ich bin so glücklich und zugleich so krass aufgeregt. Junge, was ist denn los, ey? Ich muss hier. Krawatte. Das soll nicht heißen, deine Alten sind geizig, ne? Wenn er heute Abend ist, gibt's mal eine Runde Schnaps für die Gegenseite. Vater, das ist so alles bezahlt. Das ist Flatrate. Ja, dann. Flatrate? Ist auch egal, dann mach es für den Grappa heute Abend. Also. Ja, oh, der Grappa. Fanta Korn, alles mit drin. Boah, Junge, dann tu mir einen Gefallen, dann mach es für den DJ. Wenn der mir hier keine Schlager spielt, dann bestich ich den, gibt's ja einen Fuffi, damit ich hier mal nicht nur Bruce Springsteen und so eine Scheiße hören muss. Ja, alles klar, mach ich. Was ist denn los, Junge? Ja, ich bin nervös, ja, Vater. Ich heirate gleich. Ja, ich. Was soll ich dir sagen, Junge? Ich war genauso. Ich habe gedacht, boah, ich das Richtige, so jung heiraten, das ist ganz normal. Aber wo ich dann deine Mutter, die Gitte, gesehen habe, in ihrem Kleid, solche Hupen, da geht die Aufregung weg, versprochen, ehrlich. Ich bereue keine Sekunde. Glaube mir, alles richtig gemacht. Ja, Jule ist ja die Richtige für mich, das weiß ich ja auch. Und ich will auch mein Leben, meine Zukunft mit dir verbringen. Das ist halt. Ja, das geht gleich schon weg, du hast ja recht. Ja, komm, jetzt gehen wir mal ein Bierchen trinken. Ja. Bier her, Bier her. Junge, musst du gleich noch mal ein bisschen, ne? Gehen wir noch mal eine Fusselrolle drüber. Ja, Entschuldigung. Ja, alles gut, so Schwesterchen. Hm. Ja, ist normal, weißt du, wie aufgeregt ich war? Leute, Marc. Ich muss mit dir reden. Was ist los? Nein, ist scheiße passiert. Ich hab nicht die Ringe verloren. Was dann? Vielen Dank. Ich hab leider keine Füße bekommen, Alter. Die ist weg, scheiße. Was? Die ist weg, Mann! Freddy, hör auf, mich zu verarschen. Ich mach keinen Scheiß Verarschung. Okay, Charlie hat mich angerufen. Die hat mir gesagt, Jule hat gleich Füße bekommen, ist weggegangen. Weggerannt, weggefahren, was auch immer, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, der wird zu verarschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ruf sie an, Mann. Nimmst du das her? Tut mir leid, ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab echt keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Geiles Gesicht, Alter. Ja, aber jetzt bist du locker. Lacke Socken? Nee, Bierchen. Arbeit mal ran. 5 von 6 Leuten finden die Arschen super. Prost. Prost, Alter. Alles gut. Alles ja, guck mal, kann doch nichts mehr schief gehen. Hier. Ja, kommt schon. Wenn das heute Abend auch so und Nacht so passiert, ist blöd. Prost. Danke, Freunde. Bitte. Zukünftiger Bräutigam. Wir konnten es uns nicht nehmen, Marc noch mal zu verarschen. Bald ist er verheiratet und dann beginnt der Ernst des Lebens für ihn. Ja, klasse. Wer solche Freunde hat, der braucht definitiv keine Feinde mehr. Mann, ey, sieht so hässlich aus. Jetzt kommen überall Pickel. Da, nein, da, Julia, da. Glaub mir, du wirst ganz toll aussehen. Julia, die Pickel decke ich doch gleich ab. Ja, aber alles das sieht man dann doch. Nein, setz dich erstmal. Du wirst ganz, ganz toll aussehen. Nee. Glaub's mir. Ja, Mann. Ja, aber jetzt sind die Haare ja so nass. Nein, wir kriegen das alles hin, glaub mir. Ja, alles gut. Lehn dich zurück, mach die Augen zu und vertrau uns. Ja, aber. Dann ist das Wasser dann hier so? Nein, das schaffen wir nicht. Wie ist es? Sexy. Du auch gleich bestimmt. Ja, ich sehe jetzt besser aus, wenn du wieder und? Nein, ich werde wie mal Pickel. Ich hoffe, ich krieg das abgedeckt. Ja, das schaffe ich schon. Wie ist dein Gefühl? Alles gut? Ich weiß, ich hoffe, dass wir das zeitlich alles hinkriegen. Wir kriegen das alles hin. Alles gut. Jetzt sind die Haare so nass. Aufgeregt? Mega. Jetzt gibt's erstmal Geschenke. Ja. Fang an. Also, du. Okay. Also, ich hab was geliehen, das für dich. Geliehen? Ohrringe. Ist da nur eine? Ah, nee, da ist der andere. Ja. Schön. Also wirklich schön, aber ihr findet sie hässlich? Nein. Ihre Ohrlöcher sind zugewachsen. Das sieht nur so aus, als gibt es welche. Die sind schon seit Jahren zu. Hast du mich jemals mit Ohrringen gesehen? Keine Ahnung. Warum hast du mich vorher nicht gefragt? Ich Amateurin. So, in meinem Geschenk. Ich leise dir trotzdem. Was soll ich jetzt machen? Ich habe etwas Neues für dich. Und zwar diese wunderschöne Arschspange. Oh. Können wir Props geben? Können wir die irgendwie einfangen? Natürlich. Die Ohrringe kann man bestimmt auch kleben, oder nicht? Kann man auch kleben. So Oma-Clips, genau. Ansonsten stechen so sie noch. Rüber und dann so zusammen vielleicht und dann so reinstecken. Das sieht gut aus, mit dem Schleier oder so. Aber ich hab noch was. Ah,
Also nicht besonders schön, aber auf jeden Fall alt. Oh. Yeah, das sieht man. Du musst sie nicht verwenden, aber Hauptsache so rein symbolisch, du hast es. Okay. Und. Das Lady. Gut, es fehlt noch was an deinem Bein. Ich meine, schön. Dankeschön. Sowieso, aber. Ui, das stumpft. Darf ich dir das anlegen, Madame? Mhm. Aber aussieht tut's dann mal. Damit es unbedingt sein muss, ja. Wobei, eigentlich braucht man es ja gar nicht aus. Stell auf jeden Fall nicht. Ich bin einfach dafür, dass du genau so kommst. Ja. Ja, was macht ihr denn jetzt hier? Sauber! Was ist mit dem Blumenstrauß? Charlie ist, die klärt alles. Okay. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt an, weil wir müssen fertig werden. Ja. Oh, meine Hand. Yeah, wow, wow. Auf den schönsten Tag deines Lebens. Okay. So. Mit der offenen Blatter. Lass mir zusammen Gas geben. So. Der allergrößte und beste Tag meines Lebens. Oh. Ich fange nicht an zu weinen. Hier wird nicht geweint. Entspann dich. Wasserfest ist gut. Alles muss wasserfest sein. Okay. Lehn dich zurück. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich konnte einfach nicht. Ich war so aufgeregt. Nach allem, was wir jetzt durchlebt haben, heirate ich einfach den Mann, den ich mir immer erträumt habe. Ich habe nur ein bisschen Sorgen, weil gestern hat mich Marc ja schon also fast im Brautkleid gesehen und da habe ich ein bisschen Schiss von wegen böse Überraschung oder so. Aber nein, alles ist gut. Du brauchst nicht so nervös zu sein, Mann. Ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, ich habe mich damals genauso gefühlt. Willst du noch einen Schluck? Nee, danke. Ja, wenn das zu viel wird, wir können auch noch abhauen, ne? Dann setzen wir uns ab oder so. Ist eh zu spät für. Blinkt halt abwechselnd. Ja. Ich liebe dich. Nein, du musst mich heiraten. Willst du meine Frau werden? Gut auf sie auf. Danke. Hallo? Hey. Sorry. Junge, du siehst einfach so wunderschön aus. Ich kann es immer noch nicht glauben, ich habe so lange auf den Moment gewartet. Jetzt darf ich dich heiraten. Ich kann dir versprechen, ich werde immer dir gehören. Es kann nie wieder irgendwas auseinandergehen. Ich gehöre dir für immer. Schatz, ich liebe dich. Yeah.
Hauptsache, die kommen jetzt gleich. So langsam. Die werden schon kommen. Kannst du mal gucken, wie weit die sind? Jule, was ist das für ein Ding? Warte. Ich denke schon. Okay. Sorry. Eine Sekunde. Okay. Passt schon, passt schon. Passt schon. Oh Gott. Was? Ja. Liebes Brautpaar, Freunde und Gäste, ich darf Sie zu diesem besonderen Tag herzlich willkommen heißen. Was machst du denn hier? Jetzt rein? Da müssen wir noch dran arbeiten, ja? Till, du bist zu spät, Mann. Komm, der Chef sucht dich. Stand im Stau mit dem Auto. Ja, komm, jetzt zieh dich um. Zack. Heute werden Sie alle Zeugen, wie dieses Paar den Bund der Ehe eingehen wird. Doch bevor wir zum offiziellen Teil kommen, möchten einige Freunde des Brautpaares noch ein paar Worte sagen. Marc, Jule, liebe Familie, liebe Freunde, liebe Gäste. Ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen, was ich heute an diesem Tag sagen möchte. Was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ich habe mich gefragt, wie beschreibt man die Liebe von Marc und Jule? Wie beschreibt man wahre Liebe? Letztendlich reicht ein Blick zu euch beiden. Und damit weiß man, was wahre Liebe ist. Ihr seid durch Höhen und Tiefen gegangen und dadurch ist eure Liebe immer mehr gewachsen und immer größer und immer stärker geworden. Und ihr habt uns allen gezeigt, dass es diese Liebe gibt. Letztendlich hat zusammen gefunden, was zusammen gehört und auch von heute an für immer zusammenbleiben soll. Wird. 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 Wer möchte auch noch was sagen? Na siehst du, direkt gebunden und... Denn ich glaube, jede Single-Lady hier im Raum wünscht sich so einen Mann, wie du einer bist. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Ich glaube,
Das Lachen wird euch allen noch vergehen. Ich hoffe. Nein. Ich weiß, dass ihr beide eure Ehe einfach alles überstehen wird. Und deswegen ein Hoch aufs Brautpaar. Aufs Brautpaar. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Ist die Hochzeit etwa schon vorbei? Sebastian! Scheiße! Entschuldigung! Sie müssen sofort die Polizei anrufen! Was ist mit dir denn los? Es ist scheißegal, hier ist ein Mann, der hat eine Waffe! Junge, Sie müssen mal sofort runter, die Polizei anrufen! Verstehen Sie mich gerade nicht? Hören Sie auf, mir ins Gesicht da rumzufassen! Guck mal, was soll das sein? Du blutest. Ja. Ich kann kein Blut sehen. Ja, Junge, jetzt kipp mir nicht um, ja? Oh! Hey, hey, alles gut, ja? Ja, ich hol Hilfe! Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. So frage ich, wollen Sie, Marc Reuter, die hier Anwesende, Julia Klaassen, zu Ihrer Frau nehmen? Sie lieben und ehren, in Gesundheit und Krankheit, in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. So antworten Sie mit Ja. Ja, ich will. So frage ich. Kommen wir nun zu Ihnen, Frau Klaassen. So frage ich. So, dann kommen wir mal zum Ende. Was ist denn? Ist das der Tod euch scheidet? Scheiße, Mann. Was hat dieser Psycho Sebastian bloß angestellt? Ich hätte ihn aufhalten können, wenn ich nicht in Ohnmacht gefallen wäre. Hoffentlich überleben das Jule und Marc.